Ja, mit Sport und Freizeit geht's hier weiter bei Pearl TV, obwohl wir hier auch gut für mich die Überschrift wählen könnten, fit in den Frühling. Denn wir stellen Ihnen in der nächsten halben Stunde zwei Vibrationstrainer vor. Und viele, viele unserer Zuschauer möchten auch, dass wir das mal ein bisschen genauer noch erklären. Und das wollen wir die Zeit nutzen. Und eine Zuschauerin möchte ich jetzt besonders grüßen. Das ist die Frau Helga Rüssmann aus Köln, die uns extra noch mal eine E-Mail geschrieben hat. Ich bin kurz davor, kann ich das kaufen? Was kann ich alles tun? Und Frau Rüssmann, wir werden Ihnen jetzt natürlich auch ein paar Anleitungen zeigen und natürlich das Grundprinzip erklären. Mhm. Und da muss man sagen, Frau Rüssmann ist also, wir haben uns das mal genauer angeschaut schon, ich sag mal ein bisschen älter. Ja? Mhm. Aber das ist ja das Tolle, Kathi, diese Vibrationstrainer sind für jedes Alter geeignet. Die sind für jedes Alter geeignet, ganz hervorragend sogar. Und unter anderem hat ja auch deine Mama drauf gestanden, die ist richtig, ja auch 75. Ne? Ja, genau. Das ist überhaupt kein Problem. Also mit 75, da sind sie noch ganz fit und jung für so einen Vibrationstrainer, kann ich Ihnen sagen. Da ist das ideal, überhaupt kein Problem. Man kann ja sehr schonend damit arbeiten, auch sehr gelenkschonend im Übrigen. Deshalb ist es auch gerade für etwas Ältere perfekt geeignet. Die sollen gar nicht so viel laufen zum Beispiel, das ist ganz schlecht dann, sondern da lieber zu sowas Sanften aufsteigen, wie sie zum Beispiel jetzt zum Vibrationstrainer. Schön ist natürlich, ich kann das jederzeit zu Hause machen. Jetzt haben wir es von den Älteren und Schwächer anfangen, aber das ist auch was, etwas, was mich fasziniert an Vibrationstrainern. Das ist von ungeübten Sportler und auch vielleicht den etwas älteren Menschen bis zum Top-Sportler im Saft seines Lebens, wie man so schön sagt, absolut geeignet. Mhm. Für jedes Alter perfekt geeignet. Sie können einfach mit der Intensität, also mit den Einstellungen oder auch mit den Übungen dann ein bisschen variieren. Schau mal, hier hast du 15 Vibrationsstufen bei diesem Gerät pro Seite. Ich schalte jetzt hier so mal ein bisschen runter. Pro Seite heißt? Pro Vibrationseinstellung, weil wir haben bei diesem Vibrationstrainer zwei Vibrationsarten, die wir einstellen können. Ich mache jetzt mal beide aus, dann sehen wir das nämlich sehr gut. Wenn ich hier die erste einstelle, ne, wenn ich die anmache, dann sehen wir hier sehr schön, ich mache sie mal auf 3, das ist eine horizontale Vibration. Ja. Bei dem der nächsten Seite kommt dann eine vertikale Vibration dazu, wenn ich die zuschalte. Das ist eine Vibration quasi so in der Platte nochmal. Und die, wenn man die kombiniert schaltet, ist das sehr schön für den Körper, sehr gut für die Muskulatur auch, weil die Muskulatur diese Vibration, dann diese zusammengesetzte Vibration aus horizontaler und vertikaler Vibration sehr gut umsetzen kann. Das ist für den Körper ein sehr natürliches Gefühl, das kennen Sie auch, wenn Sie ganz normal draußen zum Beispiel unterwegs sind, im Wald einen kleinen Spaziergang machen und der Boden mal so ein bisschen uneben ist. Das macht Ihr Körper ja auch automatisch, der gleicht das automatisch aus und das kann er dann hier auch sehr gut mit dieser Vibrationsplatte. Kathi, jetzt muss ich das aber nicht am Display bedienen, sondern ich kann auch ganz locker im Stehen mit der Fernbedienung. Die ist mit dabei. Selbstverständlich. Und also du kannst auch von oben ganz entspannt mit der Fernbedienung das Ganze einstellen. Die kann man dann hier vorne dran klipsen, damit sie nicht verloren geht. Aber die könnte man theoretisch dann auch mit nach oben nehmen, sich in die Tasche stecken, wenn man das möchte. Und dann von oben mit der Fernbedienung ausschalten. Da muss man sich nicht immer runterbeugen. Das ist halt so ein bisschen komfortabler. Jetzt kannst du unseren Zuschauern mal erklären, was denn bei dieser Vibration jetzt, bei diesen zwei Vibrationsarten im Körper passiert. Das ist ein biomechanisches Prinzip, was da wirkt. Und zwar durch diese Vibration, die hier unten die Platte verursacht, wird die Muskulatur im Körper angesprochen. Die Muskulatur versucht quasi, diese Vibration der Platte, die hier zustande kommt, auszugleichen und fängt dadurch an zu arbeiten. Aber ohne, dass man selber jetzt großartig was tun muss. Das ist nämlich das Schöne, weil du stellst dich einfach nur drauf. Gerade bei diesem Vibrationstrainer haben sie rechts und links die Expander. Das heißt, wenn sie draufsteigen, können sie sich da schön ein bisschen mit festhalten. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohntes Gefühl, ich weiß das. Sie können draufsteigen, dann ein bisschen das Gleichgewicht suchen. Das hat man sehr schnell dann auch gefunden. Gerade wenn man das dann das zweite, dritte Mal macht, dann haben sie das direkt raus. Können sich hier schön festhalten mit den Expandern rechts und links. Ein bisschen Gleichgewicht ausgleichen und dann einfach die Knie ganz leicht anbeugen, das ist wichtig, also immer die Knie ganz leicht gebeugt und dann ein bisschen einen Druck auf die Platte geben. Das heißt, die Muskulatur in den Beinen zum Beispiel, aber auch im Bauch, so ein kleines bisschen versuchen anzuspannen, um gegen die Vibration gegenzuhalten. Und man wird dann auch einfach beweglicher. Die Muskeln werden aufgebaut und es ist Sport. Sport, wie ich immer so schön sage, für Faule. Wir hatten neulich in einem Zuschauerbrief eine bessere Formulierung, Sport für Bewegungsmuffel. Ich habe mir das
auch extra gemerkt. Aber man sieht, man steht locker drauf und je nach Leistungsniveau stellt man sich die Vibrationen ein. Und hier sehen wir die Grundübung. Draufstehen, genau. Und leicht angewinkelte Knie. Genau. Und dann einfach mal 10 Minuten vibrieren. Aber dieses 10 Minuten, das ist ja vergleichbar mit 90 Minuten herkömmlichen Training. Und das ist auch etwas, was fast unglaublich erscheint. Genau, du kannst hier halt ganz viele Muskelgruppen gleichzeitig ansprechen mit diesem tollen Training. Das ist das Schöne. Du stellst dich drauf und du merkst direkt, es sind nicht nur deine Beine, die jetzt arbeiten, sondern das geht hoch. Das werden sie dann auch zu Hause fühlen. Das geht direkt hoch von den Beinen bis hier über die Hüfte in den Bauchbereich hinein. Gerade auch, wenn sie die Expander ein bisschen hochziehen zum Beispiel, in die Arme, in den Oberkörper. Da werden ganz viele Muskelgruppen auf einmal trainiert. Deshalb reichen 10 Minuten Training pro Tag vollkommen aus auf so einem Vibrationstrainer. Ja, und schön ist, dabei werden Muskeln aufgebaut, Fett abgebaut. Das heißt also auch für eine kleine Figurkorrektur ist das bestens geeignet. Mhm. Also auch wenn man mal ein bisschen Gewicht verlieren möchte, dann ist so ein Vibrationstrainer schön. Und vor allem, was wir jetzt hören, wir hören so gut wie nichts. Und das heißt, dass ich das auch in der Mietwohnung ohne Probleme zu jeder Tages-, Mittags-, Nachtzeit benutzen kann, ohne eben die Mitbewohner zu stören oder gar meinen Partner, der vielleicht nebendran sitzt und in Ruhe Fernsehen schauen möchte, stört überhaupt nicht, weil der macht keine Geräusche. Genau, stört überhaupt nicht. Und wie du sagst, du kannst es zum Beispiel machen beim Fernsehen schauen auch. Da gehen die 10 Minuten natürlich dann ruckzuck vorbei. Du kannst es auch machen zum Beispiel morgens direkt, wenn du aufgestanden bist. Du kannst dir eine schöne Musik dazu anmachen und nach 10 Minuten draufstehen, wie sie das möchten. Sie sind da ganz flexibel. Deshalb einfach dann mal ausprobieren. Es macht einen riesen Spaß. Und schön ist, ich kann mich auch langsam steigern. Es gibt ja da wirklich sensationelle Übungen, die sehr, sehr leicht beginnen, aber da kann man sich hochsteigern. Übrigens in der Bedienungsanleitung sind schon ein paar Übungen drin, aber im Internet findet man natürlich viel, viel mehr. Kannst du uns ein paar Variationsmöglichkeiten zeigen, wie man hier jetzt, ich sag mal, leichte Dehnübungen vielleicht noch machen kann oder andere Körperteile noch mal ein bisschen unterstützen kann? Für die Vibrationstrainer gibt es quasi drei Einsatzbereiche. Mhm. Einmal das Muskeltraining, der Muskelaufbau, das ist der erste Bereich. Also wenn Sie die Muskulatur ein bisschen stärken und aufbauen wollen, ein Bereich. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit Dehnübungen die Muskulatur auch schön zu dehnen. Das ist der zweite Einsatzbereich. Und der dritte Einsatzbereich, der ist dann die Massage und die Entspannung der Muskulatur. Also drei Einsatzbereiche haben Sie da, wenn Sie Muskulatur aufbauen wollen. Dann fangen Sie ganz ruhig mit der Grundübung an, die wir jetzt gezeigt haben. Also einfach auf dem Gerät stehen, Knien ein bisschen geknickt, das ist ganz wichtig. Und ein bisschen Druck gegen die Platte geben, Bauch ein bisschen fest, das ist immer wichtig. Man muss immer versuchen, den Bauch so ein bisschen einzuziehen, als ob man, weißt du, so den Bauch nach innen zieht. Also damit noch mal die Herd, als ob gerade eine hübsche Frau vorbeiläuft und die so... Ne, genau dieses, das machen wir, zack, einmal einziehen und dann haben Sie einen schönen Stand, Rücken gerade am besten, ein bisschen versuchen. Wenn Sie das dann schon gut können, wenn das schon hervorragend klappt, können Sie sich ein bisschen steigern und können auch mal versuchen, klassisch die Kniebeuge auf dem Gerät zu machen. Einfach so ein paar Kniebeugen und Sie werden merken, gerade wenn Sie die dann unten auch mal ein bisschen halten. Das heißt, schauen Sie, wie tief Sie runterkommen, was da noch angenehm für Sie ist und wenn Sie das dann halten ein bisschen, dann merken Sie direkt hier, da überall ist die Muskulatur angespannt. Da merkt man direkt, das arbeitet hier alles. Da sind die Muskeln ganz aktiv. Die werden jetzt hier ordentlich trainiert, ohne dass ich was machen muss. Ich halte quasi einfach nur die Kniebeuge. Wenn ich dann nicht mehr kann, gehe ich wieder ein Stück nach oben. Aber immer noch die Knie gebeugt lassen. Ganz wichtig, wenn Sie ein bisschen durchgeschnauft haben, durchgearbeitet, atmet haben, dann wieder runter und nochmal das Ganze. Ganz wichtig ist natürlich am Anfang nicht übertreiben. Genau. Machen Sie sich Zeit, steigern Sie sich von Woche zu Woche. Vielleicht setzen Sie sich eigene Ziele und dann werden Sie merken, wie Sie fitter werden. Und wenn Sie jetzt vielleicht im dritten Stock wohnen und beim zweiten geht Ihnen schon die Kraft aus, wenn Sie hochlaufen müssen, dann werden Sie merken, dass Sie nach 2-3 Wochen Training das ohne Probleme schaffen. Und jetzt, wie effektiv so ein Vibrationstrainer ist, das sagt uns ja zwei Tatsachen. Nämlich erstens, dass fast in allen Fitnesscentern mittlerweile in Deutschland Vibrationsplatten dastehen, teilweise dann noch mit Personal Trainer, das heißt nochmal extra Kosten. Und zum Zweiten natürlich auch, dass dies medizinisch eingesetzt wird in der Reha nach Operationen, Hüfte, Knie und so weiter. Aber wenn Sie es jetzt zur Reha einsetzen wollen, dann bitte unbedingt Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, ob es für Ihre Verletzung, für Ihre Reha förderlich ist. Also bei mir hat es wahnsinnig geholfen, es ist jetzt ein Jahr her. Ja, letztes Jahr im April hatte ich meine Meniskusoperation, Innen-Außen-Meniskus und ich habe da eine Woche Pause gemacht mit dem Vibrationstrainer. Danach hat sich aber ruckzuck mein Bein wieder erholt. Das heißt, die Muskeln
Muskeln haben sich wieder aufgebaut und so kann ich also in kürzester Zeit mein Bein wieder voll belasten und benutzen. Ja, und was machst du jetzt? Jetzt bin ich mal auf die Zehenspitzen gegangen, gerade wenn Sie vielleicht auch ein bisschen Gleichgewicht üben möchten. Das ist ja immer ganz interessant, ne? Manche haben ein besseres Gleichgewichtssinn als andere. Da kann man einfach auf die Zehenspitzen gehen, auch hier wieder schön rechts und links an den Expandern festhalten, einfach das Gleichgewicht suchen und dann mal auf die Zehenspitzen gehen. Da werden nochmal ganz andere Muskelpartien mit angesprochen. Gerade auch im Beinbereich merkt man das sehr schön, sehr schnell. Und dann einfach so lange halten, wie Sie es können. Ein bisschen dabei in die Hocke gehen, selbstverständlich. Dann wird auch der Popo hinten ein bisschen mit trainiert und der Rückenbereich. Und dann, wenn Sie das ein bisschen gehalten haben, schön in der Position. Ne? Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber ist dann ganz effektiv auch für den Körper. Es sieht ja keiner, wenn es merkwürdig aussieht. Nee, genau, du bist ja zu Hause. Ich bin ja zu Hause und da kennen mit Sicherheit alle, die mit mir im Haushalt sind, wie ich aussehe, wenn ich merkwürdig aussehe. Aber das muss Spaß machen, das ist das Wichtige dabei. Und es macht auch Spaß, das kann ich Ihnen aus allererster Hand erzählen. Also ich habe es jetzt ein bisschen schleifen lassen, so in den Wintermonaten, aber jetzt im Moment bin ich wieder voll dabei, täglich 10 Minuten. Und das sollten Sie auch machen. Es ist schön zu integrieren irgendwo, auch vielleicht sogar zu koppeln mit einem festen Bestandteil Ihres Tagesablauf. Angenommen, Sie schauen jeden Abend um 8 die Tagesschau an, ja, dann stellen Sie um 8 auf den Vibrationstrainer und verbinden das, die Tagesschau, gemeinsam mit dem Vibrationstrainer. Dann haben Sie einen festen Punkt gefunden, an dem Sie trainieren können. Und dann ist das irgendwann mal, ja, wenn Sie das mal 1-2 Wochen durchgehalten haben, ist das Selbstverständlichkeit. Zu meiner Tagesschau gehört mein Vibrationstrainer. Und dann werden Sie den Erfolg auch ganz, ganz schnell merken. Was ich auch hier schön finde, ist natürlich die Expander, die du ganz am Anfang angesprochen hast. Und da ist ja nicht nur Stabilisation, weil das brauchst du 3-4 Minuten, dann stehst du stabil, sondern da kannst du jetzt zusätzlich noch die Arme noch ein bisschen trainieren. Genau, da kannst du die Arme dann so ein bisschen mitnehmen, nach oben auch, kannst die Arme trainieren. Das ist vielleicht auch gerade für die Herren ganz interessant, wenn man das dann schön mit trainieren kann. Na, aber es gibt natürlich auch andere Einsatzbereiche. Ich möchte eine Sache zeigen, gerade auch für die Damen, wenn die mit dem Vibrationstraining anfangen. Ja, ne? Das ist so eine kleine Aufwärmübung. Da machen Sie den Vibrationstrainer einfach an und dann setzen Sie sich rückwärts auf den Vibrationstrainer und lassen sich so ein bisschen durchschütteln. Das ist ganz interessant für den unteren Rückenbereich, um da ein bisschen zu lockern, um den Körper quasi aufzuwärmen. Also Vibrationstraining. Gerade auch wenn man öfter mal Rückenschmerzen hat im Lendenwirbelbereich, dann lockert das auf und dann kann man und die Muskulatur wird trotzdem gestärkt. Also da ja, sieht interessant aus. Was machen wir jetzt hier genau? Du siehst sehr schön, meine Beine hier sind am Arbeiten. Also die Hüfte wird hier alles gelockert. Dieser Bereich, das wird schön gelockert. Oh, hier sind 10 Minuten schon um. Ich muss nochmal einschalten, damit es hier nochmal losgeht, weil wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Also Sie sehen, Timer ist auch drin verbaut. Nach 10 Minuten schaltet er automatisch ab. Wenn Sie länger machen wollen, kein Problem, einfach wieder einschalten. Guck mal, wenn du die Beine so aufsetzt, Ralf, du siehst sehr schön, das wird hier alles so ein bisschen durchgeschüttelt. Ja. Gerade der Hüftbereich wird hier auch so ein bisschen aktiviert. Die Menschen, die ein bisschen älter sind, für die ist das ganz interessant, weil gerade auch dieser Bereich, der oft so ein bisschen unbeweglich geworden ist, schön wieder gelockert wird und der Körper wird dann aufs Training vorbereitet. Also das bitte am Anfang einmal machen, die Arme ruhig mal schön hängen lassen und vielleicht die Schultern so ein bisschen kreisen. Das ist eine schöne Sache, das weckt den Körper auf, das macht den Körper bereit fürs Training. Man merkt, der wird dann auch ein bisschen warm, die Durchblutung kommt so ein bisschen in Wallung. Und dann ist das schön vorm Training, um dann mit dem Training schön zu starten. Was mich fasziniert, ist einfach, dass es generationenübergreifend möglich ist, damit zu trainieren. Ich kann das auch wieder aus meiner Erfahrung sagen, meiner 15-jährigen Tochter hat es unglaublich gut gefallen, da drauf zu stehen. Ich stehe auch regelmäßig drauf, ich bin jetzt auch schon 2-3 Wochen über 30 und meine Mutter, du hast es vorhin gesagt, ist also kein Geheimnis mehr, mit 75 steht mittlerweile auch regelmäßig drauf. Also Sie sehen, über 3 Generationen für jeden genau das richtige Training. Was machen wir jetzt? Die jetzt Oberschenkel dehnen mal ein bisschen, wir dehnen ein bisschen, lockern ein bisschen. Mhm. Gleichzeitig, man merkt es aber, je mehr Druck man da drauf gibt, desto größer wird dann der Trainingseffekt. Weil wenn du nur so hinterstehst, dann ist natürlich das Gewicht vom Vibrationstrainer weg. Ja. Da wird einfach mehr gelockert, ein bisschen gedehnt natürlich auch. In dem Moment, wo Sie das Gewicht nach vorne geben. Da ist hier der Trainingseffekt. Da wird hier ganz stark angespannt. Und jetzt haben wir auch noch eine tolle Kundenmeinung dazu und die möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Und zwar, ich habe erst einmal gezögert, aber nach mehrmaligen Vorfühlen bei Pearl TV mich entschlossen, den Vibrationstrainer zu bestellen. Ich habe es nicht bereut. Es ist tatsächlich so wie beschrieben. Man merkt schon nach kurzer Zeit eine durchblutungsfördernde Wirkung und ich kann hier nur für mich reden, aber es ist wie Sport für Bewegungsmuffel. Da ist es.
Tja, und was haben wir noch? Ich kann ja bewegen. Ich muss nicht mehr den inneren Schweinehund überwinden. Ausreden gibt es keine mehr. Also das ist wirklich schön. Danke nochmal für diese Kundenmeinung. Und Sie können sich diesen Vibrationstrainer nach Hause holen. 237,41 Euro, ein Sensationspreis. Weil so normalerweise in dieser Klasse kosten die Vibrationstrainer fast 500 Euro. NX1104 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren horizontalen und vertikalen Vibrationstrainer. Aber wir haben noch einen zweiten und der hat noch einige extra Merkmale. Oder man sieht schon, sieht ganz anders aus, ist kompakter. Ja, also hier, da steht ein Mordsteil, sage ich jetzt mal. Was ist hier der große Unterschied? Das ist schon so ein richtiges Profigerät. Ich mag das unheimlich gern. Das ist so eins meiner Lieblingsgeräte, weil hier, man sieht es natürlich direkt, hast du eine sehr große Vibrationsfläche unten. Du hast dann diesen Ständer oben mit dem Display und natürlich die Haltegriffe rechts und links. Und das ist schon mal ganz fantastisch, weil in dem Moment auch, wo du ein bisschen unerfahrener mit dem Vibrationstrainer bist, ich auch, als ich das erste Mal auf den Vibrationstrainer geklettert bin, hatte ich auch einen mit Haltegriffen, weil ich das sehr schön fand. Du hast direkt diese Sicherheit. Du hast direkt was zum Anfassen. Also in dem Moment, wo du auch aufsteigst alleine, hast du hier die Möglichkeit, dich festzuhalten und hier immer diese Sicherheit. Also jetzt auch gerade für Leute, die vielleicht schon etwas älter sind, um ihnen die Sicherheit zu geben, dass gar nichts passieren kann, dass ich jederzeit Halt habe. Aber wenn ich mir den Halt hier anschaue, das ist ja gleich mal unterbrochen durch Applikationen. Was ist das, Kathi? Das sind Pulsmesser, die hier integriert sind. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich meine Hände hier auf diese Pulsmesser lege, rechts und links, kann ich dann auch im Display genau sehen, wie stark ist mein Puls. Das ist interessant für Leute, wo der Arzt zum Beispiel sagt, auch schauen Sie, dass Sie nicht über 120, 125 Puls kommen, dann wieder langsam machen. Und da habe ich eben die genaue Überwachung eben. Ja, du hast immer die Kontrolle dann deines Pulses. Hier durch die Pulsmesser musst du natürlich nicht. Du kannst natürlich auch weiter unten fassen. Aber in dem Moment, wo du möchtest, kannst du hier umfassen. Und dann wird hier im Display in der Mitte, wo momentan hier der Timer gerade läuft, man sieht es sehr gut, der zählt auch runter von 10 Minuten wieder. Das heißt, guck mal, 9 Minuten 12. Und das wird immer weniger. Da sieht man sehr schön, wann seine 10 Minuten quasi vorbei sind. Oder dann halt der Puls wird da alternativ drin angezeigt. Hier siehst du die Geschwindigkeit übrigens. Da habe ich jetzt 14 eingestellt. Ich könnte hoch bis zu 50 Stufen. 50 Frequenzstufen. Ja. Darf ich das mal ausprobieren? Ja, klar, darf gerne, ich einmal, wenn du ich möchtest. Einmal, ich möchte einmal bei 50 draufstehen, weil man langsam steigert. Also jetzt haben wir 14. Ja, das ist schon sehr angenehm. Ich mache das jetzt mal freihändig und jetzt gehen wir mal im Speed hoch. Jetzt mal gucken, was mit mir passiert. Wow, ich bin erst bei 30. Warte wieder kurz. Jetzt sind wir bei 50. Das ist, boah. Das Wahnsinn, ist ja, das ist der Wahnsinn. Also das ist dann wirklich nur für Fortgeschrittene. Aber ja, so kann du ich kriegst mich eben sonst eine unglaubliche Muskelkater. Also viele haben das auch belächelt, das Training, haben zu mir gesagt, oh, ob mir das überhaupt was bringt und so weiter. Und da haben die dann drauf gestanden und am nächsten Tag haben die gesagt, oh, jetzt habe ich so eine Muskelkater. Oh, wo kommt der denn her? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich sage, ja, das ist schon effektiv. Das also, belächeln ist eine tolle Sache, weil ich habe es am Anfang auch belächelt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe gesagt, was soll mit dieser Vibration, was soll da passieren? Ja, mittlerweile weiß ich, was da passiert, weil es stärkt die Muskeln. Es baut auch noch Fett ab in gewissem Maße. Also auch wenn man gerade eine Diät begonnen hat, das unterstützend dazu. Natürlich mit der richtigen Ernährung. Das ist perfekt. Und jetzt muss ich sagen, 50 ist schon ein Hammer, aber ich kämpfe mich jetzt mal durch. Ja, du kannst uns gleich noch ein paar Übungen zeigen. Gerne. Was ich hier auch gleich gesehen habe, hier haben wir noch Expander. Genau, also wenn du jetzt vielleicht die Arme wieder mittrainieren möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Du hast hier rechts und links die Expander, die du mit hochziehen könntest, wenn du magst, um dann die Arme mitzutrainieren. Gerade wieder bei den Herren ist das immer ein Riesenthema. Ich weiß nicht, Herren trainieren gerne Arm. Da kannst du dann direkt loslegen. Dicke Arme machen sexy oder sowas, ja? Ja, genau. Aber du hast ja schon ordentlich Arm, ne? Deshalb wirst du gut trainiert. Das sieht man hier bei dir. Ganz fantastisch. Und da können sie dann auch loslegen. Das ist eine tolle Sache. Hier, wie gesagt, bei diesem Gerät einmal die Sicherheit durch die Haltegriffe, die sie haben, aber zum anderen auch noch eine größere Übungsvielfalt durch die Haltegriffe. Dazu kommen wir gleich. Ich zeige Ihnen selbstverständlich noch ein paar Übungen. Ja, dann mache ich dir wieder Platz. Und vor allem, wir haben noch viel, viel mehr im Display. Wir haben noch gar nicht alles erklärt. Also ich glaube, ich gehe jetzt mal mit dem Speed wieder ein bisschen runter und mache dir mal Platz, damit du uns, unseren Zuschauern, auch noch weitere Übungen zeigen kannst. Wir sehen jetzt hier im Display sehr gut diese runden Teile. Das sind übrigens Lautsprecher, die Sie da mit haben. Das ist natürlich noch mal interessant, gerade wenn Sie da Musik hören möchten während des Trainings. Da können Sie einfach, hier unten ist so ein kleiner Stecker, können Sie zum
zum Beispiel ein Klinkekabel, dann ein MP3-Player oder auch dann vielleicht ein Tablet oder so reinstecken und Musik hören. Ja, und jetzt, wenn du gerade nach unten zeigst, da sehen wir auch noch einen Getränkehalter. Und trinken ist bei Sport natürlich auch immer wichtig. Da können Sie Ihre Getränkeflasche oder Ihr Glas reinstalten. Auch hier sehen wir jetzt selbst bei 50, der ist absolut geräuscharm. Mhm. Ja, also auch hier in der Mietwohnung überhaupt kein Problem. Sie werden niemand mit dem Krach oder Ähnlichem belästigen. Sie können ganz in Ruhe trainieren, wann immer Sie möchten. So, du wolltest uns noch weitere Übungen zeigen. Genau, wir hatten die Übung von eben. Sie kennen jetzt die Grundübung, das heißt leicht gebeugte Beine. Sie können sich hier sehr schön an den Haltegriffen festhalten. Das bietet Ihnen noch mehr Sicherheit einfach. Dann natürlich die Kniebeugen auch. Auch hier hat man die Möglichkeit, schön sich dann an den Haltegriffen weiterhin festzuhalten. Das ist schön, dass du hier jetzt noch Halt hast, eben, dass du immer mutiger. Es gibt ja Menschen, die kommen eben nicht mehr so weit runter. Und wenn du das aber jeden Tag ein bisschen machst, wirst du irgendwann mal die kompletten Kniebeugen wieder problemlos hinbekommen. Genau, da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Kannst dich mit den Armen dann auch ein bisschen abstützen. Mal gucken, wie weit du runterkommst. Auch beim Halten selber dann unten. Ich weiß, dass der Muskel fängt natürlich dann an, gerade auch wenn man ein bisschen untrainiert ist, hier vorne dann zu brennen. Gerade wenn du ein bisschen tiefer gehst. Das fängt dann hier an zu brennen nach einer gewissen Zeit. Da kannst du dich hier schön an den Haltegriffen ein bisschen abstützen. Das ein bisschen halten dann auch. Einfach mal um den Muskel ein bisschen zu fordern wieder und dann nach oben gehen. Und auch das, was ich Ihnen als letztes gezeigt habe, mit den auf Zehenspitzen stellen, geht natürlich hier sehr viel besser, weil Sie direkt die Haltegriffe an den Seiten haben und sich da schön festhalten können. Da kann man viel besser das Gleichgewicht halten. Also das sind die Übungen, die wir schon kennen. Wir haben hier aber noch eine größere Übungsvielfalt, weil wir hier zum Beispiel auch uns ein bisschen dann in diese Haltegriffe hineinhängen können. Zum Beispiel so mal nach hinten setzen. Also das ist stabil genug, dass ich mein Gewicht dagegen lehnen kann. Mhm. Und somit kann ich ganz, ganz andere Variationen noch machen und habe aber immer diese Sicherheit der Halter hier. Die sind übrigens schön gepolstert, das greift sich also schön. Ja. Und so ist die Übungsvielfalt noch größer hier jetzt. Und wir haben eben 50 Vibrationsstufen. Und du hast am Anfang was gesagt, das ist ein Profigerät, wie man es ähnlich in Fitnessstudios findet. Aber in Fitnessstudios zahlst du ja für jede Anwendung nochmal zur Monatsgebühr nochmal extra Geld. Ja. Und das geht dann mal richtig so an den Geldbeutel, oder? Genau, zwischen, je nach Fitnessstudio sind das zwischen 30, 40, wow, manchmal sogar 45 Euro die Stunde, die da nehmen für eine Einheit auf so einem Vibrationstrainer. Und das ist dann meistens nicht mal eine Stunde, sondern meistens so 45 Minuten oder so. Ja, dann kommt noch die Monatsgebühr dazu, je nachdem, ja, 50, 60, 70, 80 Euro, je nachdem, was für ein Studio sie sich aussuchen. Hier ist es halt schön, du zahlst einmal, dann hast du das Gerät zu Hause, es gehört dir. Du kannst so oft trainieren, wie du willst. Du musst nicht extra hinfahren, du musst keine monatlichen Gebühren bezahlen. Mhm. Und hier hast du alles rundherum. Und die Übungsvielfalt, das nochmal betont, ist ja wirklich vom absoluten Anfänger oder vom etwas unbeweglichen Menschen bis hin zum Sportvollprofi ist das für alle geeignet. So, jetzt hast du uns ein Handtuch da hingelegt. Was machen wir jetzt? Ich habe ein Handtuch rübergelegt, um noch ein paar Übungen zu zeigen. Wir gehen jetzt auch ein bisschen an den restlichen Körper, zum Beispiel den Bauch. Da kann man hier bei diesem Gerät eine schöne Übung an der Seite machen und zwar sich einfach seitlich draufsetzen. Stell mich mal etwas auch hier hast du die Haltegriffe, das heißt, du kannst dich sehr schön gerade am Anfang ein bisschen festhalten und dann mal versuchen, die Beine hinten hochzustrecken. Sie haben hier die Haltegriffe, Sie können sich hier erstmal festhalten. Die Profis lassen das natürlich dann, die lassen auch mal los. Mhm. Aber am Anfang ist es schön, wenn man sich da festhalten kann und dann versuchen Sie mal auszustrecken und wieder ein bisschen reinzuziehen. Auszustrecken und wieder ein bisschen ranzuziehen. Also das ist jetzt Bauchmuskeltraining. Genau, das geht hier und schön auf den unterstützt Bauch. Unterstützt natürlich durch die Vibration und dementsprechend unglaublich viel effektiver, als würde ich das auf dem Boden machen. Ja? Genau, viel, viel effektiver, das merken Sie auch sofort, ist eine super Sache. Einfach mal ausprobieren, unten einen schönen Handtuch drunter legen, sehen Sie jetzt bei mir. Und man hört auch an meiner Stimme, wie die Vibration dann hier arbeitet. Und es ist schön anstrengend natürlich, wie gesagt, machen Sie nur so viel, Sie schaffen, das ist ganz wichtig. Und dann immer ein bisschen Päuschen machen, wieder aufhören. Zwischendurch vielleicht auch ein bisschen auslockern, auch das geht wunderbar. Ich nehme dann gerne auch zum Beispiel hinter das Gerät noch eine Matte. Sie können selbstverständlich da auch ein Handtuch hinterlegen. Oder wenn Sie einen Teppichboden haben, wenn Sie das Gerät auf Teppichboden stehen haben, brauchen Sie gar nichts hinterlegen. Das ist natürlich noch entspannender. Da können Sie auch mal einfach die Beine zum Beispiel dann drauflegen, können sich ein bisschen durchentspannen. Das ist auch dann mal ganz schön zwischendurch
dich einfach mal drauflegen und ein bisschen durchlockern lassen. Das ist jetzt so eine von diesen Massageübungen. Ja, ich mach das übrigens gerne mit einem Stuhl. Ich setze mich hinter meinen Vibrationstrainer, stelle einfach die Füße drauf und stell dann eine etwas höhere Vibration ein. Und dann werden die Wadenmuskulatur wird dann stark gelockert und die Oberschenkel. Und sowas sieht man zum Beispiel auch, wenn man mal ein Fußballspiel anschaut, in der Pause der Verlängerung. Wenn alle Physiotherapeuten auf den Platz stürmen und hier die Lockerungsübungen machen bei ihren Sportlern. Und ich muss sagen, also mir hilft das auch, gerade nach einem Tag, an dem ich viel, viel auf den Beinen war. Wenn du mal 10, 12 Stunden hier im Studio stehst, dann weißt du, was deine Füße und deine Beine getan haben. Und dann tut das richtig gut, sich auch mal zu lockern. Also Training haben wir hier, Muskelaufbau. Wir haben Durchblutungsförderung durch die Vibrationstrainer. Wir haben die Möglichkeit, tolle, tolle Dehnübungen zu machen. Und zu guter Letzt können wir uns auch noch richtig schön entspannen. Ich habe noch eine Lieblingsdehnübung von mir, die möchte ich noch gerne zeigen. Gerne. Für alle Menschen, die auch gerne mal im Schulter-Nackenbereich, im oberen Rückenbereich, also dieser Bereich hier, Verspannung haben, die da manchmal auch so ein bisschen mit dem Kopf Probleme haben. Man kennt das, dann vielleicht so ein bisschen Kopfschmerz, hier der obere Rückenbereich verspannt. Da können Sie wunderbar dehnen. Auch hier einfach vor das Gerät runtersetzen quasi und die Arme dann nach vorne strecken und den Kopf ganz runternehmen, bis die Arme hier eine gerade Linie bilden, so. Und dann so schön durchrütteln lassen. Oh, das ist ganz fantastisch. So angenehm für den oberen Rückenbereich, für die Muskulatur im Schulter-Nackenbereich, gerade im Schulterbereich. Richtig, richtig gut. Also das sollten Sie auf jeden Fall mal probieren. Ist eine meiner Lieblingsdehn- und Lockerungsübungen. Also Sie sehen, unglaublich vielfältig einsetzbar. Und ich hoffe, Frau Rüssmann aus Köln, Sie haben jetzt genau zugeschaut, was man hiermit alles machen kann. Auch für Sie gilt, wie für alle anderen, fangen Sie langsam an. Ja, jetzt heute bestellen, in 3 Tagen ist dann der Vibrationstrainer bei Ihnen. Das waren schon wieder 10 Minuten, unser Timer ist abgelaufen. Jetzt schauen wir uns noch die Bestellinfos an, wie einfach es ist, bei uns bei Pearl TV zu bestellen. Sie können das gerne per Telefon machen oder natürlich auch per Internet unter www.pearl.tv. Die Telefonnummer 0180 51 51 3x2. Und ganz egal, wie oft Sie am Tag anrufen und bestellen, all Ihre Bestellungen werden zusammengefasst, Sie zahlen nur einmal Porto. Zusätzlich bieten wir natürlich eine 0% Finanzierung in 3 bequemen Monatsraten an. Und alle unsere Produkte kommen mit verständlicher deutscher Anleitung und all unsere Produkte sind nach deutschen Standards getestet. Also, da weiß man, man ist auf der sicheren Seite, man hat getestete, geprüfte Geräte. Und wenn wir jetzt hier zugeschaut haben und jetzt gerade, ich muss Sie noch mal persönlich ansprechen, Frau Rüssmann, dann wissen Sie jetzt, wie einfach es geht. Und dieser Vibrationstrainer, den haben wir für 313,41 € mit der Bestellnummer NX1107 und der 569. Alle anderen Zuschauer, wenn Sie Fragen dazu haben, an Kathi, an mich oder an ganz einfach allgemeine Fragen, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an redaktion@pearl.tv. Und da sehen Sie es jetzt eingeblendet und da gerne mal eine E-Mail hinschreiben. Wir freuen uns natürlich über jede Post. Kathi, du machst jetzt, oh, das sieht jetzt anstrengend aus, was du jetzt machst. Jetzt bist du wieder im fortgeschrittenen Stadium. Das ist so ein bisschen Stabilisationsübung für den Bauch und den Rücken. Also hier auch einfach dann vorne auf die Platte mit den Armen ausstützen und den Bauch ganz gerade machen. Wichtig, nicht den Po so hoch, das ist falsch, flach, sondern schön flach runter. Dann wird es auch ein bisschen anstrengender und dann können Sie ein bisschen probieren, wie lange Sie das halten. Einfach dann zwischendurch wieder absetzen, wenn Sie merken, oh, das klappt nicht mehr. Dann wieder die Knie kurz runter, ein bisschen entspannen, kurz durchatmen und dann direkt nochmal versuchen, weil ganz wichtig ist, dass man da immer dran bleibt, dass man die Übung immer wieder macht, auch mit dem Vibrationstrainer nur in der Grundposition, jeden Tag 10 Minuten. Das ist ganz wichtig, dass Sie das in Ihren Tagesablauf integrieren und dass Sie da konstant beibleiben, weil dann ist es richtig, richtig schön effektiv. Eben in den Tagesablauf integrieren und dabei ist es ganz egal, um welche Uhrzeit, ob Sie das morgens, mittags, abends, nachts machen wollen, setzen Sie sich einfach irgendwo ein 10-Minuten-Fenster, in das Sie dann reinschlupfen und jeden Tag trainieren. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, aber wenn Sie das mal 2 Wochen durchgehalten haben, wird es zur Selbstverständlichkeit. Und dann werden Sie merken, es fehlt etwas, wenn Sie es dann nicht mehr tun. Und so soll es sein, weil es macht auch unglaublich viel Spaß. Und vor allem Spaß macht auch, wenn man die Fortschritte an sich selber feststellt. Das ist so nochmal die Motivation weiter.
weiterzumachen. Genau, das ist nochmal die Motivation, dann immer wieder zu trainieren, immer wieder sich draufzustellen. Und gerade hier das zweite Produkt, welches ich hier habe, das ist natürlich meine Empfehlung auch für die bisschen älteren Menschen, weil man da einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit hat. Selbstverständlich damit auch eine größere Übungsvielfalt und man halt ein bisschen mehr probieren kann durch die Haltegriffe. Und sie haben ihren Puls immer schön im Blick, weil da sind wirklich viele dann bei. Ich habe auch mit vielen trainiert, die dann gesagt haben, oh, ich muss aber auf meinen Puls achten. Und dann so ein Pulsgurt zu tragen, ist immer so eine lästige Sache. Da ist sowas hier natürlich schon ideal. Ideal. 313,41 € und die 569 ist die Bestellnummer für unseren Vibrationstrainer. Dementsprechend ist er auch Porto und Versand kostenfrei. Die Bestellnummer, die NX1107 für dieses Gerät. Und wenn Sie sich doch für das erste, für den ohne dieses Gestell, ohne diese zusätzliche Halterung interessieren, da ist die Bestellnummer die NX1104. Und es gibt so einen schönen Spruch, heute ist der erste Tag für den Rest deines Lebens. Also fangen Sie heute an zu trainieren und dann wird es richtig schön.